Liebe Gäste, Anwesende, für die neuen Gesichter, mein Name ist Klaus Wilder, Vorsitzender Berliner Freidenkerverband. Wir haben heute Rainer Rupp zu Gast. Ich mache vorher kurz ein paar Ansagen, bevor es losgeht. Ein paar Termine, die Aktivitäten oder Aufklärungsarbeit von Freidenkern betreffen. Also, wir möchten hinweisen, es gibt am Samstag, den 14. März, von unserem Berliner Freidenkergenossen Dennis Simon einen Vortrag in der Marzahner Runde, die Renate Schulfeld leitet. Thema des Vortrags: Fridays for Future, eine antimonopolistische Jugendbewegung? Adresse: Volkradstraße 8, 10319, Berlin. Also, kann interessant sein. Wir haben als der Freidenkerverband ab dem 14. an diesem Wochenende seine Vorstandstagung in Magdeburg, wie jedes Jahr zweimal. Es wurde schon rumgemailt, es wurde aber nicht so an die ganz große Glocke gehängt, weil wir sind nicht ganz auf dem Laufenden, wie das alles anmeldungstechnisch geklappt hat, und wir möchten auch keine Massen irgendwo hinbestellen, wo vielleicht noch nicht alles klar ist, aber das war wirklich vielleicht eine übervorsichtige Maßnahme. Jedenfalls nach unserer Vorstandstagung am Sonntag, den 15. März, ab 14.30 Uhr, wollen wir mit der Initiative Kein Aufmarschgebiet gegen Russland, hier hängt das Banner, in Burg zur Kundgebung gehen. Das ist gar nicht so weit von Magdeburg entfernt. Ort Clausewitz-Kaserne und Magdalenenplatz, Stadtzentrum. Wie kommt man dahin? BAB 2, Hannover-Berlin, Ausfahrt Burg und dann auf der B246A Richtung Burg. Wenn ich das jetzt zu schnell runtergerattert habe, das ist auch alles schriftlich rumgegangen. Und wir können es auch gerne nochmal tun. Das Thema des heutigen Vortrags, hier hängt ja dieses Kein-Aufmarsch-Gebiet in Russland, eine der Losungen, die unter den vielen Initiativen, die sich gebildet haben, jetzt auf Protestkundgebungen zu sehen ist. Die Losung. Da hat sich eine Initiative gebildet, unserer Meinung nach die Losung. Die Freidenker unterstützen die. An dem Zustandekommen dieser Initiative ist unser Referent nicht ganz unschuldig. Wer Fragen dazu hat, das können wir vielleicht nach dem Vortrag machen. Wir gingen davon aus, dass zu diesem Defender 2020 genannten Manöver schon viele Informationen verbreitet sind. Darum ist der Titel des heutigen Vortrags etwas weiter gefasst, auch der Inhalt. Der heißt nämlich Defender und andere Kriegsspiele in der US-Konfrontationsstrategie gegen Russland. Ich möchte noch einen kleinen Vorspruch machen, denn wir wissen ja, Defender heißt Verteidiger. Also die NATO gibt vor, da irgendetwas zu verteidigen. Wir haben gefunden, diesen Reklamespruch wollen wir nicht übernehmen. Darum haben wir diese Losung, und wir meinen auch, man muss sich nicht gerade noch in der englischen Besatzersprache seinen Losung bilden. Ein Genosse von uns, der heute auch hier ist, hatte mich vorher aufmerksam gemacht auf das Buch von Pjotr Abrasimov, 300 Meter vom Brandenburger Tor. Erschienen 1983 im Quadriga Verlag. Daraus möchte ich was vorlesen, wegen des Wortes Verteidiger, das die NATO für diese eindeutige Aggression gegen Russland gewählt hat. Zur Übermittlung des Kriegsmemorandums von Hitler durch Ribbentrop an den sowjetischen Botschafter ist dort zu lesen, Zitat: Unter Missachtung der Tatsache, dass die sowjetische Botschaft in den letzten Wochen die deutsche Seite im Auftrag ihrer Regierung wiederholt auf eklatante Fälle von Grenzverletzungen durch deutsche Soldaten und Flugzeuge hingewiesen hatte, behauptete Ribbentrop, Angehörige der Sowjetarmee hätten die deutsche Grenze verletzt und wären auf deutsches Territorium vorgedrungen, obwohl es in Wirklichkeit derartige Fälle nicht gegeben hat. Zitat Ribbentrop: Des Führers Entschluss ist unabänderlich. Vor einer Stunde haben deutsche Truppen die Grenze der Sowjetunion überschritten. Dann versicherte Ribbentrop, dieses Vorgehen Deutschlands sei keine Aggression,
sondern nur eine Verteidigungsmaßnahme. Schließlich erhob sich Ribbentrop und bemühte sich, recht feierlich zu wirken. Aber seiner Stimme fehlten Festigkeit und Sicherheit, als er den letzten Satz sprach, Zitat, der Führer hat mich beauftragt, Sie offiziell von dieser Verteidigungsmaßnahme in Kenntnis zu setzen. Nun zum Rainer. Ja. Also vorweg muss ich, naja, hier einen kleinen Widerspruch, nicht jetzt gegen das, was du gesagt hast, einlegen, sondern in meinem Vortrag werde ich nicht dauernd von Fake Defender oder sonstigen versuchen, das sprechen, sondern ich werde weiterhin bei dem Begriff bleiben, der benutzt wurde, wobei wir natürlich alle wissen, dass das ein genau in dem Sinne, wie du es eben vorgetragen hast, wo Angriff gleich Verteidigung und Verteidigung gleich Angriff ist. Ja. Orwell'sche Speak, wie man heutzutage sagt. Ich beginne meinen Vortrag hier mit einem alten Spruch, ein in die Enge getriebenes Tier ist ein gefährliches Tier, sagt die alte Volksweisheit. Und diese alte Volksweisheit versuche ich nun in meinem ersten Teil kurz auf die Situation der herrschenden Klasse in Washington anzuwenden. Die Vertreter dieser herrschenden Klasse, die den Niedergang ihres amerikanischen Jahrhunderts und ihres globalen Imperialismus vor Augen haben, sehen sich nicht erst seit gestern in dieser Situation. Und tatsächlich hatte ich schon vor 10 Jahren, genau am 8. Oktober 2010, hier in Berlin, auch auf einer Freidenkerkonferenz eine Rede zu dem Thema gehalten, mit dem Titel US-Weltmacht im Niedergang. Also, als ich das damals schon festgestellt habe, dann haben die Eliten in Washington das sicher schon viel früher gemerkt. Bei dem Versuch, ihrem Niedergang zu entgehen oder ihn wenigstens aufzuhalten, verirren sich diese sogenannten US-Eliten immer tiefer in einer Sackgasse. Denn rund um den Globus ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel im Gang, der von Washington allein kaum noch oder nicht mehr bestimmend beeinflusst werden kann. Also die Indispensable Nation ist eine Geschichte von gestern, also die Nation, ohne die nichts mehr, nichts geht. Ja? Das ist heute nicht mehr der Fall. Das kann die USA abschreiben. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung haben sich das Regime in Washington in zwei sich heftig bekämpfende Fraktionen gespalten. Mit jeweils entgegengesetzten Mitteln wollen sie einen Ausweg aus dieser Sackgasse erzwingen. Zunächst gibt es da die Fraktion, die mit allen Mitteln, aber auf eine noch rabiatere Weise als bisher, weitermachen will. So, in dieser Fraktion haben sich die sogenannten liberalen Falken der Demokratischen Partei und mit ihren neokonservativen Kriegstreiberkollegen der Republikanischen Partei zusammengetan. Mit blindwütigen ökonomischen und militärischen Rundumschlägen wollen sie sowohl ihre Gegner als auch ihre Vassallen in der NATO, in der EU und in anderen Weltregionen wieder auf US-Linie bringen. Dabei entsteht nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn diese Falken in Washington vom politischen und militärischen Establishment der NATO-Vassallen in Europa starke Unterstützung erfahren. Hier, man sieht das ja, auf der einen Seite beschweren sich über das, was vorgeht in Washington, auf der anderen Seite, wenn es drauf ankommt, unterstützen sie Washington. Der Grund liegt darin, dass fast die Gesamtheit der europäischen Eliten, sogenannten, in Politik, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft ihre Karrieren, ihr Ansehen und ihre ökonomische Existenz auf dem Credo der transatlantischen Beziehungen aufgebaut haben. Dieses Credo beinhaltet die Anerkennung und Huldigung der US-geführten sogenannten neuen Weltordnung, samt der dazugehörenden neoliberalen Globalisierung, die
1990, 1991 von US-Präsident George W. H. Bush, also dem Bush Senior, aus der Taufe gehoben worden war, also 1990, 91 bereits. Und sie wurde damals der Grundstein der des unipolaren Weltherrschaftsanspruches des Regimes in Washington, dem sich alle sogenannten westlichen Eliten dann angeschlossen haben. Da dieses Konzept von den globalen Entwicklungen mittlerweile überholt ist, kämpfen die europäischen Eliten ebenfalls mit zunehmender Verzweiflung gemeinsam mit den US-Falken. Davon zeugt zum Beispiel die Unterstützung der EU-Länder einschließlich Deutschlands für die US-Wirtschaftskriege gegen Russland, Iran und andere Länder, aber auch für die deutsche Unterstützung oder die europäische noch Unterstützung für den einseitigen US-Ausstieg aus dem INF-Atomwaffenkontrollvertrag für Mittelstreckenraketen. In den Medien heißt es manchmal, und Politiker sagen, nein, wie können wir das, ist das gefährlich, aber de facto bei den NATO-Treffen unterstützt auch die deutsche Bundesregierung diesen amerikanischen Schritt. Mit ihrer Unterstützung für die US-Falken hoffen die neoliberalen europäischen Eliten, ihr viel gelobte sogenannte liberale Ordnung des Wertewestens zu erhalten und damit natürlich auch ihren persönlichen Niedergang zu verhindern. Die den Falken entgegengesetzte andere Fraktion in Washington wird angeführt von Donald Trump. Die Anhänger dieser Fraktion sind überzeugt, dass das überdehnte US-Imperium selbst mit kostspieligen militärischen Mitteln nicht länger aufrechterhalten werden kann. Deshalb wollen sie retten, was noch zu retten ist, und sich auf die USA zurückziehen. Das soll zum Beispiel mit Zöllen, Subventionen und anderen direkten Eingriffen in die bisher unantastbaren globalisierten Märkte geschehen. Wir sehen, das passiert ja schon jetzt seit einiger Zeit. Mit dem Wiederaufbau der da niederliegenden Infrastruktur und der Revitalisierung der US-Industrien will man Amerika wieder groß und stark machen. So ist Trumps Make America Great Again zu verstehen und nicht als Amerika über alles. Aber ähnlich wie bei den Falken liegt auch Trumps Problem in der Umsetzung seiner Pläne. Zwar hat er in der US-Arbeiterschaft nach wie vor recht große Unterstützung für seine Bemühungen zur, das ist ein Zitat von ihm, Beendigung der endlosen Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien etc., um das Geld zu Hause in die Entwicklung zu stecken, in die Entwicklung von Infrastruktur etc. Aber bei all diesen Plänen, und das sehen wir immer wieder, Ankündigungen und Verordnungen, sogar Befehle aus dem Weißen Haus, aber wird nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Bei all diesen Plänen, dabei wird er bei der Umsetzung dieser Pläne von seinen eigenen Ministerien und den Agenturen ständig ausgebremst. Die Blockade der Politik des Präsidenten reicht dabei bis tief ins Pentagon hinein, in die CIA und sogar ins Weiße Haus und darüber hinaus in den US-Kongress, in die Denkfabriken und nicht zuletzt auch in die Medien. Alle diese Organisationen und Institute sind bis in die Spitzen durchsetzt von Leuten, die unter den Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama und Außenministerin Hillary Clinton Karriere gemacht haben und die Denkstrukturen des US-Imperialismus verinnerlicht haben. Das war bei den Bemühungen um Trumps Amtsenthebung klar erkennbar. Und jetzt sieht man ja auch, alleine die NSA-Truppe im Weißen Haus soll mit 70 Leuten davon sind schon eliminiert worden, weil sie eben in dieser Struktur waren und alles blockiert hatten.
solange das Amtsenthebungsverfahren gelaufen ist, konnte man das nicht machen, weil es sonst gehießen hätte, klar. Und jetzt läuft das und das wird sich wahrscheinlich auch bis weit in die anderen Ministerien erstrecken. Das Problem dann ist aber, Trump wird kaum noch Leute haben, die überhaupt noch etwas für ihn machen. Und aus diesem Grunde sind bis heute, also praktisch nach 3,5 Jahren nach seinem Amtsantritt, nicht ganz, also nach 3 Jahren plus 2 Monaten nach seinem Amtsantritt, sind hunderte von wichtigen Stellen im US-Außenministerium immer noch nicht besetzt, weil sich keine Leute fanden, die mit diesem Mann zusammenarbeiten wollen. Ja? Weil sie Angst haben, dann nie wieder woanders eine Stelle zu bekommen, weil die Zusammenarbeit mit diesem Mann sich außerhalb des neoliberalen, wenn man mit dem Mann zusammenarbeitet, stellt man sich außerhalb des neoliberalen Systems. Und da in den USA nach wie vor dieses System die Oberhand ist, hat man da, oder fürchten die Leute, keine Chance zu haben später. Diese Leute tun alles, um missliebig, oder haben bisher und werden auch sicher weiterhin, soweit sie es können, alles tun, um missliebige Aspekte von Trumps Außenpolitik zu konterkarieren. Dies sind diese Personalstrukturen, die von vielen Kommentatoren als tiefer Staat bezeichnet werden. Man hört ja öfters oder liest öfters tiefer Staat. Das ist, was meiner Meinung nach gemeint ist und weshalb ich auch diesen Begriff auch benutze. Übrigens gibt es dann auch in Deutschland auffällig viele Kommentatoren, ausgerechnet auf linker Seite, die im tiefen Staat ein Hirngespinst sehen. Zum Beispiel Arnold Schölzel hat einen langen Artikel dazu geschrieben, dass das eben ein Hirngespinst ist und der tiefe Staat in den USA gar nicht existiert. Sondern, da hat er geschrieben, aber andere folgen ihm da in der Linie, im Kampf zwischen den beiden Kapitalfraktionen in Washington sehen sie nur ein Schattenboxen. Tiefer Staat existiert für da überhaupt nicht. Dabei verkennen sie, dass dieses angebliche Schattenboxen ganz konkrete und tiefgreifende Folgen für die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Entwicklungen in der realen Welt für die USA und darüber hinaus haben. Aber das war ein kleiner Seitenhieb auf bestimmte Leute. Leider haben in Washington die liberalen und neokonservativen Falken nach wie vor die Überhand und können weiterhin die zunehmend aggressive US-Wirtschafts- und Militärpolitik gegen die von ihnen designierten Feinde weiterhin schüren, nämlich Russland und China. Dabei sind die Falken in ihrer Entscheidungsfindung immer rücksichtsloser und gefährlicher geworden und haben seither alles getan, um die im Kalten Krieg mit viel Mühen geschaffenen stabilisierenden Rüstungskontrollverträge zwischen den USA und Russland abzuschaffen. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann natürlich die Frage, ob der Niedergang der USA friedlich verlaufen wird oder in einem nuklearen Armageddon endet. Der 1930 geborene norwegische Friedensforscher Johan Galtung kann vielleicht darauf eine Antwort geben. Er hatte Ende der 1990er Jahre eine Studiengruppe über den Untergang der historischen Großreiche geleitet. Die Forschungsergebnisse kamen zu dem vielleicht für viele hier unerwarteten Schluss, dass die meisten der historischen Imperien, angefangen mit den Hethitern, über das römische Imperium bis hin zum britischen Empire, nicht mit einem großen Knall aus der Welt getreten sind, sondern mit einem Winseln untergegangen sind. In einer Arbeit über den bevorstehenden Niedergang der USA kam Galtung damals zu dem Schluss, dass aufgrund des zunehmenden äußeren und inneren Zerfalls
der ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen in den USA das US-Imperium mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einem Winseln statt mit einem großen Bang verschwinden wird. Die ganze Palette der aktuellen innenpolitischen Zerwürfnisse und die extreme Polarisierung der Bevölkerung innerhalb der Vereinigten Staaten geben uns allen dabei einen berechtigten Grund zur Hoffnung. Aber die Realität in den auf Herrschaftsebene sieht da leider noch anders aus. Und deshalb besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass die menschenverachtenden kriminellen Eliten des Regimes in Washington bei ihrem schon beschriebenen verzweifelten Versuch, ihren Niedergang mit militärischen Mitteln aufzuhalten, auch den Rest der Welt im nuklearen Feuer vernichten. Diese Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt. Diesbezüglich spielen die aktuellen hochaggressiven US-Kriegsübungen im Baltikum, also Defender Europe 2020, so heißt das offiziell, Defender Europe 2020, Defender Europa, und das noch weitaus gefährlichere Manöver in Nordnorwegen, Cold Response, kalte Antwort 2020, darüber hat man hier wenig gelesen, und die nicht weniger destabilisierende US-Großkriegsübung Defender Pacific 2020 im südchinesischen Meer und teilweise im Gelben Meer, all diese spielen eine wichtige und zutiefst vor diesem Hintergrund zutiefst beunruhigende Rolle. Um diese Kriegsübungen in einer Bestandsaufnahme richtig einordnen zu können, sollten wir einen kurzen Blick zurückwerfen. Und keine Angst, ich fange nicht mit Adam und Eva an. Angefangen mit George W. Bush, also dem Junior, und dessen Ausstieg aus dem ABM-Vertrag im Jahre 2002. Dieser Vertrag erlaubte jeder Seite nur ein antiballistisches Missile-Verteidigungssystem, also praktisch nur um die Entscheidungsgremien der jeweiligen Regierungen zu schützen. Und kein flächendeckendes. Also mit dem Ausstieg aus dem ABM-Vertrag im Jahre 2002 über Barack Obamas 1000 Milliarden teure nukleare Modernisierung zur Erhaltung der nuklearen Dominanz der USA, explizit heißt das so in diesem. Eine Billion Dollar, 1000 Milliarden Dollar werden damit rechtfertigt, die Erhaltung der nuklearen Dominanz der USA, bis hin zu Donald Trumps Ausstieg aus dem INF-Vertrag oder dem Mittelstrecken, dem Vertrag, der die Rüstungskontrolle über die nuklearen Mittelstreckenraketen garantiert hatte. Ist es den Vereinigten Kriegstreibern in Washington gelungen, im öffentlichen Diskurs schrittweise alle Bemühungen zum Erhalt von nuklearen Rüstungskontrollverträgen zu diskreditieren und zwei der bis dahin wichtigsten Atomwaffenverträge, die ich hier eben genannt habe, mit einseitigen Aktionen zu schreddern. Damit nicht genug, kaum waren diese Verträge geschreddert, ergriffen die USA sofort weitere destabilisierende Maßnahmen, indem sie die Dinge taten, die bisher diese Verträge verboten hatten. So zum Beispiel die Einkreisung Russlands mit ballistischen Raketenabwehrsystemen. Mit diesem Schritt beabsichtigte Washington, russische Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern, falls sich die USA für einen nuklearen Erstschlag gegen Russland entscheiden sollten. Und für alle, die noch nicht wissen, der nukleare Ersteinsatz für offensive Zwecke, auch gegen Nicht-Atommächte, wie zum Beispiel Iran, ist fester Bestandteil der strategischen Optionen der US-Angriffsdoktrin. Ja, das darf man nicht vergessen, es ist fester, nicht nur zur Verteidigung, sondern eben auch, und auch nicht nur, wenn
eine andere Macht Atomwaffen einsetzt, sondern auch wenn die andere Macht keine Atomwaffen einsetzt, es einfach aber nur zu schwierig wird, dann setzt man Atomwaffen ein. Mit der angestrebten Neutralisierung der russischen Vergeltungsmaßnahmen im Falle eines US-Angriffes sollte die Prämisse der gesicherten gegenseitigen Zerstörung, also MAD, die Mutually Assured Destruction, endgültig entsorgt werden. Diese Prämisse, dass derjenige, der zuerst schießt, so hat es Wurz mal erklärt, derjenige, der zuerst schießt, kann ganz sicher sein, dass er halt als Zweiter unmittelbar danach stirbt. Diese Prämisse hatte in den Jahrzehnten des Kalten Krieges auf beiden Seiten den Grundstein der nuklearen Abschreckung gebildet und war somit der Garant der nuklearen Stabilität. Aber als alleinige Supermacht waren die USA nach der Selbstauflösung der Sowjetunion im Jahre 1991 nicht länger an einem nuklearen Gleichgewicht interessiert, sondern nur noch an der Durchsetzung und an der Erhaltung und Durchsetzung ihrer globalen nuklearen Dominanz. Mit der Sowjetunion aus dem Weg konnte Washington diese Dominanz über die ersten 15 Jahre nach 1990 bis Mitte des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends weitgehend auch umsetzen, ungestört umsetzen. Das hat Washington erlaubt, seine einzigartige Machtstellung nach Belieben sowohl gegenüber Gegnern, aber auch gegenüber Verbündeten in diplomatische, politische, wirtschaftliche und also diplomatische, politische und wirtschaftliche Münze umzuwandeln. Aber diese Phase der uneingeschränkten US-Machtfülle dauerte nicht lange. Aufgrund neuer ökonomischer, technologischer und militärischer Entwicklungen erschienen neue Kräfte auf der Weltbühne, zum Beispiel in Form der sogenannten BRICS-Staaten. Diese Entwicklung war begleitet von der Wiedererstarkung Russlands unter Präsident Putin, der den Vassallenstatus, den Russland unter seinem Vorgänger Jelzin akzeptiert hatte, strikt ablehnte und Russland wieder Bolschoi gemacht hat. Also die russische Version von Make Russia Great Again. Dennoch liebäugeln die Kriegstreiber in Washington mit voller Absicht mit der Möglichkeit eines nuklearen Erstschlages gegen Russland, wobei sie wissentlich auch einen begrenzten, aber aus ihrer Sicht gewinnbaren Atomkrieg in Europa in Kauf nehmen. In Europa. Wahrscheinlich, denn es ist ja ganz klar, wenn mit einem Ersteinsatz von Nuklearwaffen gegen russische Soldaten, selbst wenn die sich nicht auf russischem Territorium befinden würden, würden die Russen natürlich zurückschlagen und das wäre in Europa. Wenn es auf russisches Territorium fällt, das wissen die Amerikaner auch, dann wird auch amerikanisches Territorium in Mitleidenschaft gezogen. Das war eine Prämisse, die bestimmte die ganze Zeit des Nuklearkriegsdenkens in der NATO. Das habe ich aufgesaugt wie meine Muttermilch in all diesen Jahren. Also da kenne ich mich noch sehr gut aus. Auch in Europa, das würde also der Griff nach Nuklearwaffen in Europa, womit hier gespielt wird, würde also automatisch auch eine teilweise Zerstörung, würde eine teilweise oder ganze Zerstörung Europas bedeuten. Wenn Russland einbezogen würde, müsste amerikanisches Territorium auch dran glauben. Deshalb wird sich dieser Krieg, die genauen Pläne kenne ich nicht, aber ich weiß es noch von damals in der NATO, es wurde nie russisches Territorium angegriffen, sondern unsere Nuklearforschung, das haben wir auch immer geübt, fiel immer auf die osteuropäischen Staaten. Ja, auf russische Truppen, aber immer auf osteuropäische Staaten. Also das, ich nehme an, das wird diesmal nicht viel anders sein. Denn, also warum wird das so gehandhabt? Ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass gewisse Kreise des US-Regimes
in Washington auf diese Weise zwei Konkurrenten loswerden wollen, nämlich Russland und Europa mit einem Schlag. Die Tatsache, dass die atlantischen Eliten in Europa, die US-Kriegstreiber, bei ihren wahnsinnigen Plänen zum millionenfachen nuklearen Massenmord auch an der eigenen Bevölkerung, das ist es nämlich, implizit ist das auch an der eigenen Bevölkerung, unterstützen, ist schlichtweg unbegreiflich. Wie schon gesagt, auch die Bundesregierung hat den einseitigen US-Ausstieg aus dem INF-Vertrag unterstützt. Das ist eigentlich nicht begreifbar. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier so schwadroniert wird mit Nuklearschlägen etc. Ganz aktuell. Am 24. Februar, ist ja noch nicht lange her, dieses Jahres, erschien der US-Kriegsminister Mark Esper vor der Presse. Er hatte gerade an einer Kriegssimulation im Hauptquartier des US Strategic Command in Omaha, Nebraska, teilgenommen. Strategic Command, das ist das Command, das über die Nuklearwaffen das Oberkommando hat. Dort bei dieser Kriegssimulation hat er den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen gegen russische Truppenverbände freigegeben. Bei der Pressekonferenz kam allerdings nicht heraus, ob diese US-Atomwaffen auf russischem Territorium oder eben auf dem Territorium der baltischen NATO-Staaten eingesetzt wurden. Also hier wieder die Frage, auf die ich eben schon eingegangen bin. Hier sind die Amerikaner nämlich in einem Dilemma, und das hatte ich jetzt eben schon angedeutet. Einen Tag später, am 25. Februar dieses Jahres, erklärte dann der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, US Air Force General Todd Walters, vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats, mit Bezug auf die Frage zum Atomwaffeneinsatz gegen Russland, ich zitiere: "Ich bin ein großer Fan des flexiblen Erstschlages." Ha, toll! Hat irgendjemand eine Kritik von deutscher Regierungsseite oder von den sogenannten selbsternannten deutschen Qualitätsmedien gegen dieses nukleare Säbelrassen unseres Verbündeten irgendwo was gehört, gelesen oder sowas? Nein. Oder? Ich habe nicht. Nee. Bei Russia Today. Bitte? Bei Russia Today. Ja. Ich habe aber unsere Qualitätsnachrichten, unsere Qualitätsmedien angesprochen. Das ist doch nur Fake News bei Russia Today. Oder bei Sputnik. Anwesende ausgenommen. Alles so, gleichzeitig greift das 1000 Milliarden Dollar teure Programm, das noch unter Obama abgesegnet wurde, zur Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals mit hoher Priorität voran. Diesem Programm wird in dem US-Militärbudget ganz offiziell höchste Priorität beigemessen. Ja? Vor wenigen Monaten dann, im Dezember 2019, testete Washington eine nuklearwaffenfähige ballistische Mittelstreckenrakete, was gegen den INF-Vertrag verstoßen hätte, wenn der nicht vorher schon von Washington geschreddert worden wäre. Zudem hat die US-Marine in den ersten zwei Monaten dieses Jahres interkontinentale ballistische Raketen auf ihren strategischen Trident-U-Booten mit taktischen Nuklearsprengköpfen ausgerüstet. Für den Laien bedeutet das im Grunde genommen gar nichts, ist aber hochgefährlich. Ich versuche es kurz zu erklären. Wegen der geringeren Sprengkraft dieser taktischen Nuklearwaffen wird die Hemmschwelle, um diese einzusetzen, erstens mal verringert und zweitens
Wenn man diese Waffen von diesen Trident-Raketen, bei denen, die da vermischt sind mit den strategischen Interkontinentalraketen, da weiß man natürlich nicht, man sieht, die kommen aus dem Meer, kommt ein U-Boot, dann weiß man natürlich nicht, ob das nun eine strategische Rakete ist, das heißt nämlich All-Out-War, also kompletter, oder nur eine kleine Hiroshima-Type oder fünfmal Hiroshima-Type Nuklearwaffe. Und das wird natürlich dann, macht das natürlich die Reaktionen von russischer und chinesischer Seite enorm gefährlich, weil natürlich Irrtümer nicht nur hier, Irrtümer sind hier vorprogrammiert. Aber wurde abgesegnet. All diese Schritte sind Teil der US-Vorbereitungen auf das, was US-Verteidigungsminister oder doch lieber Kriegsminister Mark Esper laut seinen Aussagen auf der Münchner Unsicherheitskonferenz Anfang Februar 2020 für die Zukunft erwartet. Er erwartet nämlich, ich zitiere ihn, hochintensive Konflikte mit den Konkurrenten Russland und China. Wobei man bei hochintensiven Konflikten Verlustzahlen wie auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges erwartet. Ich kann es nur wiederholen, wenn vor dem Hintergrund des immer rücksichtsloseren Verhaltens der USA rund um den Globus ein Top-Kommandeur der NATO noch betont, er sei ein Fan eines flexiblen Herzschlages, dann sollte das höchst alarmierend sein. Diese existenzielle Bedrohung der Menschheit scheint aber die Führer der selbsterklärten westlichen Wertegemeinschaft überhaupt nicht zu interessieren, solange sie den Status quo mit all ihren Privilegien erhalten können. Aber wenn, begleitet vom nuklearen Säbelrasseln, zugleich das US-Militär mit über 50.000 Soldaten, da sind die anderen auch noch mit drin, nicht nur die von Defender, mit Hunderten von Flugzeugen und Dutzenden von Kriegsschiffen und mit über 20.000 Stück schwerem militärischem Gerät, darunter Hunderte von Panzern und Haubitzen, in Nordnorwegen und im Baltikum, über Polen bis Rumänien und Bulgarien, bis ins Schwarze Meer und in der Ukraine und in Georgien, zusammen mit zigtausenden Soldaten aus den Gastländern und anderen NATO-Staaten an den Grenzen zu Russland einen Angriffskrieg gibt, dann sollten eigentlich überall in Deutschland die Alarmglocken klingeln. Tun sie aber nicht. Stattdessen sind unsere Politeliten und ihre Prostituierten stolz darauf, dass Deutschland für diese massive Störung des Friedens und der Sicherheit in Europa, die unter dem Fake-Begriff Defender Europe 2020 firmiert, als logistische Drehscheibe für die Allianz dienen darf. Zugleich zeigen sich die Herren in Washington gegenüber dankbar, weil Defender Europe 2020 doch die Sicherheit Europas und Deutschlands stärkt. Ganz offizielle Erklärung. Und diese guten Nachrichten sollten dann auch mit etwas Volksfeststimmung gefeiert werden, wofür die Musikbands der amerikanischen Angriffskrieger kostenlose Rockkonzerte anbieten. Zugleich zeigt sich eine nicht zu übersehende Zahl von Gruppen, die sich selbst gerne als Teil der Friedensbewegung bezeichnen, als ungewöhnlich resistent gegen die Einsicht, dass es sich bei Defender 2020 nicht um ein hippes Musikfestival, sondern um Angriffsvorbereitungen der NATO gegen Russland handelt, die von den Herrschenden in Deutschland unterstützt werden, und wobei hauptsächlich das Territorium des liquidierten Friedensstaates DDR als Aufmarschgebiet benutzt wird. Den letzten Satz, Teilsatz kennst du, den habe ich nämlich von dir entlehnt. Leider scheint die Mehrzahl der jungen Linken in Deutschland, die mehr vom Bauchgefühl des Gutmenschentums als vom Kopf gesteuert ist, den Ernst der Lage komplett zu verkennen. Wenn es anders wäre, würde man bei den Demos gegen Defender 2020 keine Plakate sehen, die nicht in der Kriegsübung an sich das Hauptproblem sehen, sondern in der Verbreitung des Coronavirus durch Defender oder
in dem klimaschädlichen CO-Ausstoß von CO2-Ausstoß von Defender. Dafür muss man allerdings schon mit sehr, sehr dichten Scheuklappen durchs Leben laufen. Von russischer Seite hat man dagegen die besondere Aggressivität des massiven US-NATO-Kriegsübungen, also der massivsten US-Kriegsübungen seit dem Ende des Kalten Krieges klar erkannt. Für russische Beobachter ist das Vorgehen der USA und die korrespondierende Entwicklung der US-Militärdoktrin alles andere als vertrauensbildend, sondern nachhaltig destabilisierend. Und das ist von Washington auch so, ich sage es explizit und werde es auch belegen, und das ist von Washington auch so gewollt. Wenn man nämlich genauer hinsieht, erkennt man, dass das Ganze nach einem von der berüchtigten Rand Corporation entwickelten Drehbuch abläuft. Dessen Eckpunkte kann man dem Rand-Bericht mit dem Titel Extending Russia, Competing for Advantageous Ground, zu Deutsch Russland überdehnen, aus vorteilhafter Position konkurrieren, erkennen. In diesem 2019 veröffentlichten, aber in den Jahren zuvor bereits intensiv mit den Falken in Washington abgestimmten Papier werden Mittel und Wege vorgestellt, wie man Russland ohne direkten Krieg zwischen den USA und Russland zerstören und unterwerfen kann. Dem Rand-Bericht von 2019 war nämlich eine andere Rand-Studie vorausgegangen, die 2016 veröffentlicht worden war, mit dem Titel Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank. Zu Deutsch etwa Verstärkung der Abschreckung an der Ostfront der NATO. In einer Reihe von Kriegsspielen, die zusammen mit dem Pentagon zwischen Sommer 2014 und 2015, also 2014, nach US-Putsch oder US-geförderten Putsch in der Ukraine. Und Frühjahr 2015 wurden diese Übungen durchgeführt, war die Rand Corporation zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass allein aus logistischen Gründen bei einem bewaffneten Konflikt im Baltikum, ich zitiere hier aus der Studie, die NATO das Territorium ihrer exponiertesten Mitglieder dort nicht erfolgreich verteidigen kann. Das ist ja ganz klar. Also damit die NATO so stark ist wie Russland an seinen eigenen Grenzen, damit die NATO im Baltikum so stark ist wie Russland an seinen eigenen Grenzen, obwohl sie die ganze Landmasse dahinter hat und keine nicht diese logistischen Probleme hat, ist ja auch gar nicht möglich. Ja. Aber das ist eine andere Frage, wir ein Fachseminar drüber zu halten. Die Ergebnisse zeigen, dass russische Truppen, eben aus dieser Studie, russische Truppen innerhalb von 36 bis 60 Stunden die lettischen, litauischen und estnischen Hauptstädte erreichen würden. Weiter heißt es in der Studie, bei einer solch schnellen Niederlage würde der NATO nur eine begrenzte Zahl von Optionen bleiben, von denen keine gut sei. Da wäre erstens eine blutige Gegeninitiative voller Eskalationsrisiken, sowohl von russischer, aber auch von amerikanischer Seite, um einer drohenden Niederlage der NATO zu entgehen. Die zweite Option besteht darin, dass die NATO Russland mit Atomwaffeneinsatz droht, während die dritte darin besteht, eine Niederlage zu akzeptieren, was natürlich für Washington von vornherein ausgeschlossen ist. Also bleibt die Drohung mit dem Atomwaffeneinsatz. Denn so stark wie die Russen werden sie nie. Bleibt natürlich auch noch was anderes. Und darauf führt die ganze Geschichte hier hinaus nachher, wenn wir im Einzelnen sehen noch, dass die Amerikaner, das haben wir gesehen, einen direkten Krieg mit den Russen entgehen wollen. Aber die lokalen Kräfte aufzupeppen, damit die
mit einigen Einsatzkräften, amerikanischen Einsatzkräften und Führungskräften und mit amerikanischer Luftunterstützung oder sonst was, aber keine großen Verlustzahlen, wo nicht mit großen Verlustzahlen zu rechnen ist, dass man hier mit Russland auch bereit ist, Russland nachhaltig zu stören bzw. Blut zu lassen. Das immer verbunden auch mit der Drohung eines Atomwaffeneinsatzes. Das ist durchaus im Rahmen dessen, was ich glaube, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Und das deutet sich auch immer wieder an, wenn man nämlich Defender oder diesen Einsatz in Nordnorwegen oder auch die Geschichte in Asien ansieht. Es geht immer nur darum, die lokalen Gruppen einzubauen, amerikanische Kader einzubringen und natürlich die logistische und Militärtechnik zur Unterstützung für die lokalen Kräfte, die von US-Soldaten natürlich auch über Aufklärung etc. geführt werden. Aber die selbst, den Amerikanern selbst, keine großen Verluste zufügen. Also, die Reaktion des Pentagons auf diese gemeinsam mit Rand ausgearbeitete Studie von 2016 war, dass der Haushaltsposten für die Verstärkung der Abschreckung an der NATO, an der Ostfront der NATO, so heißt der offizielle Titel, Verstärkung der Abschreckung an der Ostfront der NATO, der Haushaltstitel, von $800 Millionen im Jahre 2016 um fast 400% auf 3,4 Milliarden Dollar im Jahre 2017 gestiegen ist. Und auf diesem Niveau sind dann die alljährlichen US-Ausgaben zur Verstärkung der NATO-Ostfront geblieben. Die wichtigsten Ausgabenposten innerhalb dieser Ausgaben sind die Vorabpositionierung der schweren Waffen und die Verbesserung der militärischen Infrastruktur in den Empfängerländern oder Gastländern, um die schnelle Verlegung von NATO-Truppen nach Osteuropa oder Nordnorwegen oder eben auch in Asien zu garantieren. Wie die US-Kriegstreiber diesem dieser Studie von 2000, die 2019 veröffentlicht wurde, die hat sich nun damit beschäftigt, wie kann man diesem Dilemma entkommen, das in der ersten Studie von 2016 dargestellt wurde, dass man eben da sehr schlecht abschneidet. Und in der Einführung dieses neueren Randberichtes heißt es unter anderem dann, der Zweck des Projektes war es, unter Ausnutzung russischer Schwachpunkte eine Reihe von möglichen Maßnahmen zu untersuchen, damit sich Russland militärisch oder wirtschaftlich übernimmt oder Maßnahmen, die dazu führen, dass das politische Ansehen und der Einfluss des Regimes Schaden erleidet, also des russischen Regimes. An dieser Stelle sind ein paar Bemerkungen über die Rand Corporation vielleicht angebracht, für die, die sie nicht kennen. Aus dieser Denkfabrik, die teilweise der US-Luftwaffe gehört, mit 1600 Forschern, sind die bekanntesten und einflussreichsten und aber zugleich auch skrupellosesten und die kältesten Krieger des Kalten Krieges überhaupt hervorgegangen. Aber alle sehr bekannte Leute. Dazu kam, dass die Führungsspitzen, oder kommt immer noch so, dass die Führungsspitzen von Rand aus Ängste mit der US-Rüstungsindustrie verfilzt sind und auch im US-Kongress in maßgeblichen Fragen die Strippen ziehen.
mit einer Reihe von weit beachteten Studien zur russischen und chinesischen Gefahr, die im politischen und militärischen Establishment in Washington in den letzten Jahren große Beachtung gefunden haben, hat Rand seine traditionelle Spitzenrolle als Treiber und Wegbereiter des inzwischen längst begonnenen Zweiten Kalten Krieges wieder alle Ehre gemacht. Diesbezüglich hat Rand in dem oben erwähnten Bericht systematisch Maßnahmen entwickelt, mit denen man hofft, also von Seiten Washingtons hofft, unterhalb der Schwelle eines direkten US-Krieges mit Russland, Moskau bzw. Peking doch noch in die Anerkennung der US-Vorherrschaft zwingen zu können. Zu den von Rand vorgeschlagenen Maßnahmen gehören explizit daher auch die zunehmend aggressiven und umfangreichen US-Manöver an den russischen Grenzen in Europa sowie vor den Küsten Chinas. Russland will man, wie im Rand-Bericht 2019 dargelegt, weiter verunsichern und in einen Rüstungswettlauf zwingen, damit es, wie zu Zeiten der Sowjetunion, seinen Ressourcenverbrauch für militärische Zwecke auf Kosten des zivilen Sektors überdehnt. Und damit setzt Rand darauf, dass in der russischen Bevölkerung die Unzufriedenheit wachsen wird und das ganze Land zusätzlich politisch destabilisiert wurde. So, und jetzt habe ich die drei Übungen hier aufgeführt, also zu Defender 2020. Finde ich es, da, wie schon gesagt, werde ich nicht weiter groß eingehen, dafür haben wir schon viel gelesen, ist auch viel auch bei uns auf der Webseite oder in Medien etc. Aber für mich persönlich finde ich es ungeheuerlich, dass heute wieder deutsche Soldaten in ihren Panzern nur noch 160 Kilometer von St. Petersburg bzw. Leningrad stehen, wo deutsche Soldaten ein schlimmes, schlimmes Verbrechen angerichtet haben, das während des Zweiten Weltkrieges, dem über 1 Million Leningrader Einwohner zum Opfer gefallen sind. Das ist einfach unverständlich. Und zum anderen, was bei uns weniger berichtet wird, die Russen haben natürlich auch ihre Sicherheitsmaßnahmen, die Weißrussen auch, schon eigentlich, weil sie dieser ganzen Geschichte nicht trauen. Man weiß ja nicht, ist ja eine bekannte Sache, aus der Bewegung in einen Angriff, also aus der Bewegung eines Manövers in einen realen Angriff überzugehen, wäre ja in der Geschichte bei weitem nicht das erste Mal, besonders bei solchen Großmanövern. Also Russland und Weißrussland haben an der Grenze eben, auf der anderen Seite übt die NATO, auf der Grenze sind es russische und weißrussische Truppen, die dort auf der Wacht sind und auch ihre Übung halten, ja? Also ihre Kriegs- bzw. Abwehrübung. Gehen wir deshalb jetzt direkt zu Cold Response, also kalte Antwort 2020. Jetzt, wenn ich sage inzwischen, also jetzt aktuell, hat auch in Nordnorwegen ein weiteres höchst gefährliches US-NATO-Kriegsspiel begonnen, oder sagen wir Kriegsübung wäre besser, kein Spiel. Insgesamt sind 18.000 Soldaten aus 10 Nationen an Cold Response 2020 beteiligt. Etwas weniger als die Hälfte, davon etwa 7.500 Mann, bestehen aus amerikanischen Kampftruppen, hauptsächlich US-Marine-Infanterie. Ähnlich wie bei Defender 2020, Defender Europe, können viele der eingeflogenen US-Marines auf die bereits vorab in tiefen norwegischen Berghöhlen eingelagerten Waffen oder Stollen, sollte man lieber sagen, in Bergstollen eingelagerten Waffen zugreifen. Die waren am Ende früherer US-Manöver in Norwegen überholt und eingemottet worden. Auch Cold Response 2020 ist von seinen US-Planern als multilaterale Kriegsübung mit einem, Zitat, hochintensiven Kampfszenario konzipiert worden, was nichts anderes bedeutet als Kämpfe mit sehr hohem Einsatz von Kriegsgerät und Munition aller Art mit entsprechend hohen Verlusten auf beiden Seiten.
Dabei ist es die Aufgabe der US-NATO-Truppen, eine imaginäre russische Invasion in der Finnmark-Region in Nordnorwegen, also da, wo Russland und Norwegen zusammenkommen, da wo die Grenze verläuft, also in der Arktis schon, in der, die soll zurückgeschlagen werden. Für dieses Szenario allerdings braucht man tatsächlich viel Fantasie, denn in der Einöde Nordnorwegens gibt es auf norwegischer Seite der Grenze absolut gar nichts zu holen, was die Russen auch nur im Entferntesten interessieren und hinter dem warmen Ofen hervorlocken könnte. Umgekehrt sieht es dagegen ganz anders aus. Auf russischer Seite befinden sich nicht weit hinter der Grenze ein wichtiger Teil der Kronjuwelen der russischen strategischen Abschreckung. Diese Region in einem Handstreich zu erobern, ist natürlich der Wunschtraum eines jeden eingefleischten Kalten Krieges in Washington. Dort auf der einsamen Kola-Halbinsel liegen unter anderem die mit interkontinentalen Atomraketen bestückten russischen U-Boote, die einen nicht unerheblichen Teil des nuklearen Vergeltungspotenzials Moskaus ausmachen. Vom Hafen in Murmansk auf der Kola-Halbinsel hat die russische Kriegsmarine ungehinderten Zugang auch über den Barentssee Zugang in den Atlantik. Von den russischen Ostsee- und Schwarzmeerhäfen ist der Atlantik dagegen nur über Engpässe, maritime Engpässe zu erreichen, die von der NATO natürlich leicht gesperrt werden können. Also Isthmus Istanbul, Gibraltar oder eben Dänemark, Norwegen, da es ist also, Murmansk ist praktisch der einzige Hafen zum Atlantik. Daher überrascht es nicht, dass Murmansk auch das Hauptquartier der russischen Nordflotte, der mächtigsten russischen Flotte ist und zugleich der Standort zahlreicher Luft-, Infanterie-, Raketen- und Radarbasen sowie Marinewerften und Atomreaktoren. Mit anderen Worten, dieses Gebiet gehört zu einem der sensibelsten militärischen Bereiche Russlands. Dass sich die US-Kriegstreiber ausgerechnet die Finnmark ausgesucht haben, um dort an der Grenze in unmittelbarer Nähe zu dieser hochsensiblen militärischen Region Russlands eine offensive Kriegsübung durchzuführen, ist im höchsten Maße provokativ und gefährlich. Das müsste eigentlich jedem vernünftigen Menschen eingehen. Denn im Ernstfall würde auch jeder Erfolg der USA und der NATO in dieser Region unmittelbar zu einem Nuklearkrieg führen. Denn Moskau wird unter gar keinen Umständen es hinnehmen, dass ein erheblicher Teil seines Atomwaffenpotenzials zerstört oder erobert würde. Um sowas zu verhindern, sieht die russische Nuklearwaffendoktrin den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen vor. Und das würde natürlich die NATO-Truppen vor Ort und ihre logistischen Strukturen einschließlich der Häfen über den der militärische Nachschub für diese Operation laufen würde. Das gäbe dann natürlich den Amerikanern den Vorwand, woanders einen begrenzten Nuklearkrieg weiterzuführen gegen Russland. Mit Fug und Recht kann man daher sagen, dass die Falken in Washington mit Cold Response 2020 den Beginn eines Atomkriegs üben, den sie natürlich gerne auf Russland und auf den Rest Europas beschränken möchten. Defender Pacific 2020, habe ich so lange noch Zeit, um in den Pazifik zu reisen? Das dauert nicht mehr viel, es sind nur noch auf dem globalen Streitkräftesymposium der US-Armee am 26. März letzten Jahres hatte US-General Robert Brown, Oberbefehlshaber
der US-Landstreitkräfte im Pazifik das militärische Großmanöver Defender Pacific 2020 vorgestellt, das sich diesmal auf ein Kriegsszenario im südchinesischen Meer konzentriert. Wie Defender Pacific 2020 Defender Pacific 2020 findet mehr oder weniger zeitgleich mit Defender Europe 2020 statt. Das erinnert mich an eine alte Maßgabe des Pentagon aus den Zeiten des Ersten Kalten Krieges. Und ich habe hier geschrieben, damit will das Pentagon offensichtlich seinen erklärten Gegnern Russland und China vor Augen führen, dass die US-Streitkräfte wie zu den kältesten Zeiten des Kalten Krieges immer noch dazu fähig sind, zwei große Kriege gleichzeitig zu führen, einen im Pazifik und den anderen in Europa und zugleich auch noch einen kleinen weiteren im Mittleren Osten. Das war damals die Vorgabe. Also, du erinnerst dich sicher auch noch, Karl. Ähnlich wie in den europäischen Frontstaaten zu Russland will sich das Pentagon auch im indopazifischen Region mit riesigen vorab eingelagerten Waffenbeständen in vorgeschobenen Positionen die Fähigkeit schaffen, in kürzester Zeit seine militärische Schlagkraft in der Region zu verstärken, indem nur noch die Bedienungsmannschaften eingeflogen werden müssten. 100.000 Soldaten sollen an Defender Pacific 2020 teilnehmen. Also in Asien ist alles größer. Wie in Europa kommt ein guter Teil seit Anfang Februar 2020 mit einem Teil des militärischen Gerätes, immerhin auch noch aus den USA, zu der Übung in die verbündeten Länder der indopazifischen Region. Der Transportablauf und die Integration der neu angekommenen US-Truppenteile in die bereits vorhandenen US-amerikanischen und lokalen Militärstrukturen ist ein Hauptzweck dieser Übung. Derzeit sind bereits 85.000 US-Soldaten in der Region dauerhaft stationiert. Das sind die offiziellen US-Zahlen. Nur ein Teil von ihnen wird bei Defender 2020 mitmachen, also bei Defender Pacific 2020 mitmachen. Denn sie sind bereits in ständigen Manövern mit den Truppen der lokalen Verbündeten und Partner, wie zum Beispiel Pacific Pathways und da gibt es noch andere Namen, dauernd involviert. Und sie haben bereits hinreichende Erfahrung im militärischen Zusammenspiel mit den Truppen der Gastländer gesammelt. Ziel all dieser Übungen ist es, die Streitkräfte der lokalen Gastländer besser in die US-militärischen Pläne zu integrieren. Das gilt natürlich auch für Defender 2020 Europe. Zyniker sehen darin die Absicht des Pentagon, im Ernstfall für die verlustreichen Bodenkämpfe auf die Soldaten der Region als Kanonenfutter zugreifen zu können, während die US-Truppen die weniger gefährlichen Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Unterstützung aus der Luft oder von der See oder mit schwerem Gerät wie Artillerie und Panzer oder mit der Aufklärung zu operieren. Ob aber alle lokalen Verbündeten der USA bei einem US-geführten Kriegseinsatz gegen China mitmachen würden, ist natürlich auch eine andere Frage. Allein die großen chinesischen Bevölkerungsminderheiten in allen asiatischen Ländern, in fast allen asiatischen Ländern der Region, würden in einem solchen Fall ein Potenzial für erhebliche innenpolitische Komplikationen darstellen. Womöglich hat der Präsident der Philippinen den Braten auch gerochen und verstanden, wohin die aggressive US-Politik gegen China auch sein Land treiben wird. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb er jüngst den Militärvertrag mit den USA gekündigt hat. Das Pentagon in Washington macht keinen Hehl daraus, dass sich Defender 2020 gegen die Volksrepublik China richtet. Das wirtschaftlich und militärisch aufsteigende Land hat auf vielen Gebieten die USA von ihren gewohnten Spitzenpositionen verdrängt, vor allem in Bereichen von Wissenschaft und Technik. Folglich wurde China auch in dem militärischen Grundsatzdokument
nationale Verteidigungsstrategie als, Zitat, langfristiger strategischer Konkurrent der USA genannt. Da die USA aber, wie wir wissen, keine ebenbürtige Macht neben sich duldet, ich bin der Herr, dein Gott, heißt es schon in der Bibel, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, ich war mal Missdiener. Sie duldet keine ebenbürtige Macht neben sich, daher ist der Begriff langfristiger strategischer Konkurrenz ein Synonym für Feind. Und nun komme ich zu dem Schluss, der dauert nicht lang. Zum Glück ist auch vielen US-Amerikanern in verantwortlicher Stellung klar, dass ein Atomwaffenkonflikt in Europa, bei dem US-Nuklearwaffen gegen russisches Territorium zum Einsatz kommen, nicht auf Europa allein begrenzt werden kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für China. Zugleich müssen die Amerikaner, auch die Falken in Washington, neuerdings berücksichtigen, dass Russland die nukleare Dominanz der USA womöglich für eine ganze Generation und mehr ins Abseits gestellt hat. Dazu hatte Putin letztes Jahr einige bahnbrechende militärische Neuentwicklungen vorgestellt, welche die russische nukleare Abschreckung weit wieder extrem glaubhaft gemacht haben. Und er hat auch mittlerweile, die Russen haben auch mittlerweile gezeigt, dass diese Systeme nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch bereits, einige davon auch bereits einsatzfähig sind und auch bereits für den Einsatz bereit sind. Bei dieser Vorstellung sagte Putin über einen möglichen nuklearen Erstschlag für USA, ich zitiere ihn, wir sterben vielleicht als Erste, aber die Angreifer werden nicht einmal mehr die Zeit haben, ihre Sünden zu bereuen. Ich hoffe, die potenziellen Angreifer werden sich das zweimal überlegen, noch mehr öfters überlegen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Rainer.